Ich rede jetzt nicht Klartext, aber der Mann, Peter Hane, jeder kennt ihn aus dem ZDF, ehemaliger Pastor, mittlerweile Spiegel-Bestseller-Autor, er hat ein Buch geschrieben, komme ich gleich drauf, er sagt schamlos, maßlos, dreist. Ich zitiere und ich weiß nicht, ob ich das verlinken kann, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Es hat Boris Reitschuster veröffentlicht und zwar einen Gastbeitrag von Peter Hane. ZDF-Legende Hane rechnet ab, schamlos, maßlos, dreist, wie das Volk ausgeplündert wird. Veröffentlicht am 10. August 2022. Ich zitiere. Frau Schlesinger plündert den Zwangsgebührenzahler aus, die Bundesregierung den Steuerzahler. Alles in der gleichen Woche, alles in einer Zeit, in der das Volk von derselben Seite von herrschenden Medien auf die härtesten Monate seit Kriegsende eingeschworen wird. Perverser geht es nicht. Mehr Verachtung gegenüber den Bürgern ist nicht möglich. Man glaubt, man ist im falschen Film. Ist das wirklich das Deutschland, für das vor nicht allzu langer Zeit Staatsmänner wie Adenauer, Brandt, Kohl, Genscher, Schmidt oder Strauß standen? Wir nähern uns in Lichtgeschwindigkeit einer Feudalherrschaft, die alles Bisherige aus unserer Geschichte in Frage stellt. Gekrönt höchstens noch durch die geschmacklose Luxushochzeit eines von Steuergeldern finanzierten Ministers am selben Tag, als er das Volk auf harte Zeiten vorbereitete. Hunger, Frieren, Inflation, Armut für die breite Masse, Sylt als neues Wandlitz. Wer es nicht weiß, von den Wessis in Wandlitz saß damals die DDR-Staatsführung nordöstlich von Berlin. Meine Anmerkung. Gut, weiter. Zitat. Der Staat und seine Medien als Beute einer Handvoll Privilegierter, die sich obendrein auch noch quasi selbst kontrollieren? Wahnsinn! Vor ein paar Jahren wären solche Mutmaßungen noch gefährliche Verschwörungstheorien gewesen. Heute übertrifft die Realität alles. Linker Schickimicki-Zeitgeist. Der linke Schickimicki-Zeitgeist hat sich unserer bemächtigt. Demokratisch an die Macht gekommen. So, jetzt eine Anmerkung. Demokratisch an die Macht gekommen. Und jetzt komme ich wieder zurück. Ihr könnt euch das alles selber durchlesen. Das ist kein Nachtrag. Aber hier merkt man, dass Unbildung wirklich alles ist. Wie kann man trotz aller Warnungen solche Menschen wählen und denen demokratisch zur Macht verhelfen? Tja, insofern ist es vielleicht doch ein Nachtrag. Jetzt könnte ich noch weitermachen. Ich nehme mal bloß Feudaletage als Überschrift. Oder Großreine machen notwendig. Ja, ich zitiere nochmal. Jetzt wäre es an der Zeit, das ganze System zu untersuchen. Die, auch ehemaligen Mitarbeiter, haben das verdient. Der Gebührenzahler erst recht. Totalrevision in allen Führungsetagen eines Selbstbedienungsladens, wie einmalig ist auf der Welt. Na und so weiter. Not und Elend für Bürger, Erweiterung für das Kanzleramt. Ja, das muss ich doch wieder teilweise zitieren. Doch das ist längst nicht alles aus diesem Lager der Haltungspolitiker und Journalisten. Das Volk wird gerade dramatisch vorbereitet auf Not und Elend und schon mal vorgewarnt. Jeglicher Widerstand dagegen hat die Farbe braun. Punkt. Aber wir da oben, wir machen es uns derweil bequem, wie einst Ceausescu in Bukarest oder meinetwegen einer der Kims in Pyongyang. Denn jetzt mitten in Tagen dröhnender Durchhalteparolen wird ohne mit der Wimper zu zucken mal soeben bekannt gegeben, das Kanzleramt wird nun tatsächlich erweitert. Der Berliner Senat erteilte gestern die Baugenehmigung. Erweitert ist die Umschreibung des Haltungsnetzwerks für verdoppelt. In Tagen wie diesen, wo sich Konten, Energiereserven und Vorratskammern halbieren, verdoppelt die Regierung feudal ihre Regierungszentrale mit 25.000 neuen Quadratmetern, exakt so viel wie der bisherige Bau misst. Alles noch nach Plänen der großen Vorsitzenden und ihrer CDU-CSU-Klackhöre. 600 Millionen soll der Spaß kosten. Und schon jetzt pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass es im Kostendesaster aller Flughafen BER endet. Gipfel der Dreistigkeit, man lese einmal die Begründungen für den Erweiterungsbau auf den offiziellen Seiten des Kanzleramts. Die verschweigen das noch nicht mal. Naja, und so weiter. Und so geht das dann weiter. Und hier nochmal, weshalb Spiegel-Bestseller-Autor zum Beispiel hat Peter Hanes Buch geschrieben, das Maß ist voll. Ja gut, aber was hilft's? Ne? Wir können jetzt noch weitermachen, ich könnte noch weiterlesen, aber es ist dann hier zu Ende. Ich verlinke euch den Artikel, ich hoffe, dass dieses Video zu lesen bleibt. Leute,
wenn man so ein Volk sich anschaut und das Volk außer Grillen und Kochsendungen und so weiter nichts weiter als Hobbys hat und ach ja, Fußball natürlich, dann ist es klar, wer sowas wählt, ist selber schuld, ne? Kann man nicht anders sagen. Und wer sowas wählt, der hat keine Bildung. Machen wir uns nichts vor. Nur Bildung hilft. Leute, in dem Fall muss ich wieder sagen, macht was, tut was, bildet vor allem die Kleinen, damit die gar nicht erst so in diese Art Generation doof und folgende Generationen abrutschen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.